Es ist das modernste Ausbildungszentrum der Marine in Deutschland. Hier kann jede mögliche Gefahr für die Hubschraubercrew simuliert und eine solche dementsprechend trainiert werden. Der neue Flugsimulator am Fliegerhorst Nordholz ist die Nachbildung des neuen Mehrzweckhubschraubers NH90 NTH Sea Lion. 5 Simulatoren, in denen für den Notfall geprobt wird. Das ist eben auch der große Vorteil eines Simulators, dass ich gefahrlos alle Gefahrensituationen einspielen kann. Das ist die Emergency Drills, wie wir sagen. Die müssen sitzen in jeder Drucksituation. Und die kann man natürlich ganz hervorragend in so einer Umgebung üben und immer wieder trainieren. Der Mehrzweckhubschrauber Sea Lion eignet sich für den Einsatz von Boarding-Soldaten und Spezialkräften und lässt sich mit schweren Maschinengewehren bewaffnen. Er dient für Such- und Rettungsmissionen und hat daher deutlich mehr Sensoren und Navigationsgeräte als andere Marinehubschrauber. Auch die Kommunikationsgeräte sind optimiert worden. Die Besatzung des Sea Lion muss in jeder Situation funktionieren. Ganz wesentlicher Aspekt, den wir immer wieder trainieren müssen, auch im Sinne der Flugsicherheit, ist, dass die Crew insgesamt funktioniert, dass die Kommunikation trainiert wird. Man kann sich hier nicht mit Händen und Füßen unterhalten, sondern es geht nur über Voice, also nur über die Sprache. Und hier Standards zu finden und zu trainieren, das ist unglaublich wichtig, damit die beiden Piloten im vorderen Cockpit und die Operateure hinten oder der Hubschrauberbordmeister genau weiß, was gemeint ist und was zu tun ist. Die deutsche Herstellerfirma hat im Auftrag der Bundeswehr den 5-teiligen Simulator für einen 2-stelligen Millionenbetrag gebaut. Die hochmoderne Ausbildungseinrichtung ist Hightech und kann sowohl im Innenraum des Hubschraubers als auch äußere Bedingungen exakt nachstellen. Die Technik geht sogar noch weiter. Ja, das Besondere ist natürlich, ich habe jederzeit volle Kontrolle über die Umgebungssituation. Das habe ich im echten fliegerischen Bereich natürlich nicht. Ich kann hier beliebig das Wetter einstellen, so wie es die Situation gerade erfordert. Ich kann die Schwierigkeit Stück für Stück kontrolliert erhöhen und das erhöht natürlich auch die Sicherheit für die Ausbildung. Mit der heutigen Übergabe des Trainingszentrums an die deutsche Marine hat die Bundeswehr aufgerüstet, um für den Ernstfall zu proben.